des Bergmanns liebstes Hobby war mit Sicherheit auch der Fußball. Aber an erster Stelle stand eine Sportart, die mit noch mehr Herzblut verbunden war: die Taubenzucht. Heute ist diese Sportart im Stadtbild nicht mehr wahrzunehmen. Aber bis in die 1970er Jahre hatten die Zuchttauben klar und deutlich die Hoheit in den Schlägen im Hinterhof und auf den Dachböden vieler Straßen im gesamten Ruhrpott. In den 50er Jahren kamen zum Beispiel zwei Drittel der rund 80.000 eingetragenen Taubenzüchter in Deutschland aus dem Ruhrgebiet. Das war kein Zufall, denn hier dominierte der Kohlebergbau in Deutschland. Ich persönlich kann mich noch sehr gut an das überall wahrnehmbare Gurren der Tauben und an das Pfeifen und Rufen nach den Tauben der Taubenväter erinnern. Wie liebevoll und fürsorglich der sonst eher schroffe Bergmann in Gegenwart seiner Tauben war. Davon konnte manch Ehefrau nur träumen. Die Brüder Johannes und Josef Borg betreiben nicht nur ihre Schläge, sondern den seit gut 200 Jahren existierenden Bauernhof. Die Milchwirtschaft wurde in den 80er Jahren aufgegeben, denn diese Tätigkeit lässt sich heute in dieser Größenordnung nicht mehr wirtschaftlich betreiben. Sie sind beide ausgewiesene Fachmänner auf dem Gebiet der Taubenzucht und haben uns eingeladen, ihren Schlag zu besuchen und standen uns Rede und Antwort. Die erste Frage, die ich an euch habe, ist: Wie kommen die Tauben eigentlich zu uns im Ruhrpott? Wo kommen die eigentlich her? Mutterland des Taubensports ist Belgien gewesen. Das hat schon vor den deutschen Brieftaubenzüchtern, haben die schon Tauben mit Pferdewagen bis hinter Paris gefahren, die Belgier. Und haben die da aufgelassen und haben Preisflüge veranstaltet. Und dann ist das wohl mit dem Kohlenbergbau über belgische Grenzen nach Deutschland geschwappt. Auch zum Zeitpunkt, wo sie hier 1880 so die ersten Zechen abgeträuft haben, dann war auf einmal hier der Brieftaubensport auch aktuell. Und so ist das entstanden. Belgier haben natürlich Vorreiterei, also sprich die besseren Tauben gehabt, also war das Mutterland des Taubensports Belgien. Und da sind die dann laufend nach Belgien hingekommen und haben sich da Tauben geholt, zum Reisetauben rauszumachen. Ne? Dann sind die entstanden. Haben die Belgier das nur als Hobby betrieben? Als Hobby betrieben. Die Belgier haben dafür sehr viel Geld gespielt, Ernest. Ja, wie es früher so war. Die haben gute Wetten abgeschlossen, wie auch Pferde. Und dann haben die ihre Preisflüge mit hohem Geldeinsatz verbunden. Und das hat natürlich den Leuten da gejuckt in den Fingern, dass sie auch Geld verdienen konnten damit. Manche haben da mehr verdient im Taubensport wie auf der Arbeit. Das gab es auch schon mal. Waren das auch Bergleute, wie hier im Ruhrpott? Ja, in Belgien anfangs nicht. Da waren dann eigentlich Geschäftsleute, Müller, Tuchhändler und Fabrikanten. Also die Fabriken hatten kleine, die haben das eigentlich aktiviert, weil die hatten das Geld gehabt und konnten sich die Tauben auch unterhalten. Die haben also auch einen Trainer gehabt oder einen Schlagpfleger sogar. Die hat sauber gemacht, hat die Tauben trainiert. Die haben nur geguckt, ob alles gut geklappt hat. Gab's in Belgien viele, die so damit groß geworden sind in Belgien. Aber hier im Ruhrgebiet, das waren hauptsächlich Bergleute, oder? Das waren Bergleute, ja. Waren es nicht auch die Bauern, die viele Tauben hatten? Kam auch. Die hatten schon fast immer Hoftauben gehabt, denke ich mal. Die hatten ja diese Taubenhäuser, die gab es ja auf den Höfen früher. Aber das waren Tauben, die wurden nur für Küchenzwecke gehalten.
Die wurden anschließend im Kochtopf landeten die. Die Bauern sind erst viel später zu den Brieftauben gekommen. Haustauben hatten die immer schon gehabt auf den Höfen. Zu den Geflügel, Hühner, Enten, Gänse. Und ab wann kann man sagen, dass die Bergleute das Hobby vereinsmäßig betrieben haben? Ja, die ersten sind schon vor 1900 entstanden, die Vereine. Ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber schenken Sie mal. Die haben vor ein paar Jahren mehrere Vereine geehrt, die 100-jähriges Bestehen hatten. Das ist schon 10 Jahre her. Also die ersten Anfängen. Ich habe da jetzt auch nicht die Chronik. Müsste ich mal aber so nachlesen. Um 120 Jahre ist es hier schon. Ja. Welche Bedeutung hatte die Taubenzucht für den Bergmann? Eine Abwechslung. Abwechslung vom schweren Arbeitsleben und entspannt. Also die waren richtig, wenn man mit alten Bergleuten gesprochen hat, die waren nach der Schicht richtig entspannt, wenn die zu ihren Tauben gehen konnten. Haben sich erholt richtig dazu, kann man so sagen. Ich weiß, dass der Taubensport ein sehr aufwendiges Hobby ist. Wie passt das denn zum Berufsalltag eines Bergmanns? Die hatten nie die große Anzahl der Tauben. Die hatten ja alle nur einen kleinen Bestand, vielleicht 14, 15 Tiere oder 16. Da haben die mitgearbeitet. Die hatten ja kleine Ställe, die konnten ja nicht solche großartigen Schläge sich erleisten oder was. Und futtermäßig auch nicht. Ich weiß von alten Sportsfreunden, die im Taubensport auch Bergleute waren. Der Ferdinand, unser Sportsfreund, der sagte, er hat das Futter pfundweise kaufen müssen, weil das Geld gar nicht reichte für einen Sack Futter. Der ist nach Castrop-Rauxel gelaufen zum Futtermittelhändler, hat gesagt, 1 Kilo Taubenfutter. Und da musste er mit die ganze Zeit mit raushalten. Da wurde keine Taube zu viel durchgefüttert. Die haben die alle, also kleines Portemonnaie gehabt, die waren nicht so über. Füllt die Schläge, da waren nur wenige Tauben, die sie halten konnten. Also war das für die Leute dann finanziell auch immer knapp gewesen? Genau. In den Kriegsjahren mussten sie die Tauben sogar verstecken, habe ich damals erfahren. Dann haben sie die in Zwischenböden, in den Fußböden reingestoppt, aber nur die wichtigsten Paare. Die anderen haben sie weggemacht, aufgegessen. Und nach dem Krieg konnten die wieder dann mit den Tauben wieder weiterarbeiten. Warum mussten die Tauben im Krieg versteckt werden? Ja, weil die Besatzungen durften, haben angeordnet, alle Tauben werden eingezogen. Wegen Nachrichtenübermittlung, da wollten sie verhindern. Da waren noch keine Preisflüge zu dem Zeitpunkt und keine freifliegenden Tauben auch nicht da. War alles unter Verschluss. Bei dem Verbot ging es aber nicht darum, den Taubensport zu verhindern, sondern? Spionage. Ja, oder Nachrichtenübermittlung musste dann klein kurz gehalten werden. Da haben sie sogar die Tiere mit Brotkrumm gefüttert, weil es keine Körner zu kaufen gab. Haben sie auch durchgekriegt. Ja. Ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, das hatte auch eine ganze Menge was mit Zockerei zu tun. Was könnt ihr uns dazu berichten? Na gut, der Reiz des Daumenschickens war ja auch das Einsatz des Satzgeldes. Wenn sie dann ein paar Mark gewonnen hatten, war ja besser als wie einen Tag arbeiten. Das war der Reiz von den Tauben. Haben ja welche auch so hohe Einsätze gefahren und haben Ende des Monats mehr Geld von Taubenspiel gehabt nach 4 Wochen, wie als wenn sie ganze Doppelschichten gemacht hätten auf der Zeche. Da waren doch welche arm geworden bei. Arm geworden auch. Einer musste ja verlieren. Den haben sie abgenommen, das Geld. Verlierer, genau. Ja. Das ist heute auch im Taubensport so. Ich behaupte mal, wo gewettet wird, wird auch viel Schmuh gemacht, oder? Bestimmt auch. Ist auch viel, man hörte das, ist viel manipuliert worden mit Uhren, ne? Taubenuhren wurden dann manipuliert. Aber die sind dann alle mit der Zeit aufgefallen und dann waren sie den Taubensport für immer verloren. Ade. Ade. Wie seid ihr beiden denn zum Taubensport gekommen? Ja, ich bin damit angefangen. Da waren Zuflieger hier auf dem Hof. Was ist ein Zuflieger? Von Natur verirrte Tauben. Die liefen hier über den Hof rum. Und die habe ich dann auf eine Dele gelockt mit ein paar Körner, Tür zugemacht und dann habe ich sie gefangen. Wie alt warst du da? 12. Und dann habe ich die natürlich mit der Schere eine Seite den Federn abgemacht, damit die nicht nach Hause fliegen konnten. Und nach der Mauser war die Feser wieder nachgewachsen, da waren sie wieder weg.
Aber die hatten Gott sei Dank dann auch ein paar Kinder hinterlassen, die sind nicht weggeflogen. Aber da war ich noch nicht im Verein, da war hobbymäßig. Und der Johannes, hast du später zugekommen. Später zugekommen. Ja. Mhm. Ja, und dann bin ich dann im März 68 als Jugendlicher in den Verein eingetreten, offiziell, und seitdem bin ich da Mitglied in Fortuna Börnig. Ne? 68 im März, 2. März. Kannst du dich noch daran erinnern, wie viele Mitglieder der Verein damals hatte? Ja, weiß ich, zu dem Zeitpunkt, wo sie abgestimmt haben, weiß ich das, 21. Da waren nicht alle anwesend, 28 Mitglieder hat der Verein damals gehabt. Der Verein, nicht die RV, Reisevereinigung. Die Reisevereinigung hatte über 650 in Herne damals. Und wie viel heute? 40 haben wir heute. 40. Mhm. Reisevereinigung. Herne, gesamte Mitgliedschaft. Mhm. Bitte erzählt uns etwas zur Geschichte des Hofes Borg. Geschichtemäßig ist so, dass unsere Vorfahren hier, Gerd Schuch hat das ja rausgefunden auch, oder wir wussten dann auch, dass die Vorfahren aus Pöppinghausen kamen, Borgs aus Pöppinghausen. Und da ist die Sache dann versickert in Pöppinghausen. Der ist dann auf der anderen Seite bei Vollenberg, ist ein Borg eingeheiratet. Und dann ist der Hof da, der stand ja schon da. Und dann wurde diese Hofstelle erworben, hier, wo mein Bruder Hannes drauf ist. Und dann haben sie Landwirtschaft im Größeren betrieben. So ist das entstanden. Womit hat denn der Hof Borg sein Geld verdient? Ja, durch Ackerbau, Getreide und Vieh. Übernehmen Erwerbslandwirt und den Kohlen fahren auf Richter Große. Die Großvater und Vater hat auf Richter Große Deputatkohlen gefahren. Also immer vormittags waren die auf der Zeche, nachmittags Landwirtschaft. Hatten die auch etwas mit Taubensport, Taubenzucht zu tun? Nee, eigentlich nicht. War nur Hobby. Aber unser Hobby, unsere Idee. Aber hinterher weiß ich auch nicht, ob die Borgs früher auch Tauben hatten. Hühner hatten sie auf alle Fälle. Tauben nicht. Nee. Wie lief damals eigentlich so ein Wettkampf ab? Damals, als es noch keine Computer und keine Chips gab. Ja, die Tiere wurden zur Einsatzstelle gebracht. Über heute nicht viel geändert, das gleiche System. Aber die wurden anders verladen. Erstmal hier nach der Einsatzstelle Stot bringen und dann in Vereinskörbe bringen. Dann wurden die nach Herne gebracht. Nach Neustraße. Dann wurden die wieder umgepackt und wieder in den Wagen reingepackt oder in den Waggon mit der Bundesbahn. Das ist heute das gleiche System, nur im LKW geht das heute. Und dann mussten die Tauben ja alle. Wurden dann mit Gummiringen registriert. Und wenn die nach Hause kamen, mussten die Gummiringe dann abgezogen werden vom Bein. Die kamen dann in der Hülse rein, in der Konzertieruhr, dann wurde das eingedreht. Und heute ist das einfacher, durch Elektronik haben sie einen Chip gehen durch die Antenne, macht Piep und dann Feierabend, ist da. Sind sie im Kasten, also im, ne? in Aber das Prinzip ist immer das gleiche geblieben. Verladen, wegbringen, zum Ziel fahren, zurückfliegen. Da hat sich nichts dran geändert. Und jeder Schlag ist dann einzeln vermessen nach Kilometer- und Meterzahl. Ne? Auflasskoordinat, Heimatkoordinate. Mhm. Dann wird die Fluggeschwindigkeit daraus ermittelt. Wenn ich mir das heute so anschaue, die Tauben fliegen in ihre Schläge, werden automatisch erfasst von Computern. Und wie funktionierte das damals? Die hatten das ja alles gar nicht. Ja, da ist ja diese Konzertieruhr, wo alles drin festgehalten wird. Stunde, Tag, Uhrzeit und Sekunde. Und die Uhr hatte eine Druckplatte und die schlug dann auf eine Papierrolle. Die drehte sich immer mit, bei jedem Drehen konnte die einen neuen Abdruck machen. Und dann wurde der Streifen rausgezogen aus der Uhr und dann konnten die jede Taube einzeln ablesen, wann die gekommen ist. Und die musstest du dann aber auf ein Kuvert auftragen. Anschließend und die Uhrzeiten auch noch von Hand aufschreiben. Weil du hast zwei Streifen gehabt. Eine Außenstreifen für den Züchter und einen für die Uhrenkommission. Und die haben dann verglichen, ob du auch richtig aufgeschrieben hattest. Aber nicht jeder, der bei dem Wettkampf teilgenommen hat, hat auch eine eigene Uhr gehabt, oder? Zu meiner Zeit schon. Ja. Früher nicht, hast du recht, da hatten die Läufer gehabt. Die mussten sie früher Mutteruhr.
Da musst du hinrennen. Zum Vereinshaus. Oder Züchter. Hier sollte der, so wie ich das gehört habe, im Vossnacken bei Ahlhorn gestanden haben, die Uhr. Mussten sie alle durchs Dorf nach Vossnacken laufen zur Uhr und den Gummiring da eindrehen. Und weil die Laufzeit, die Meterzahl wurde von den einzelnen Land vergütet. Ihr sagtet ja selbst, dass es bei den Wettkämpfen auch richtig um Kohle ging. Die Menschen haben da mitgefiebert, viel Geld eingesetzt. Wie war das denn bei euch? Habt ihr das nur aus Spaß an der Freude gemacht? Nee, wir haben uns schon bemüht, dass wir erstmal auch Preise erringen und dennoch auch frühe Preise. Ne? Weil ich glaube nicht, dass einer aus Freude alles macht. Wir müssen ein bisschen Reiz, muss schon bei sein. Ne? Dann hat man sich nach anderen Tauben umgesehen auch, die ja in der Lage waren, ich hatte ja anfangs nicht die schnellen Tauben gehabt. Die muss man erstmal das Feeling für erwerben, dass man sagen kann, so muss das die Tiere gewachsen, gebaut sein, um überhaupt mal in der Lage zu sein, schnell zu fliegen. Aber dann bin ich vom Vereinskollegen unterstützt worden. Die gaben mir Jungtiere und die habe ich dann auf die Reise geschickt. Und dann habe ich gesehen, welche Tauben von welchem Schlag am besten waren. Was waren denn eure größten Erfolge oder Errungenschaften bei den Wettkämpfen gewesen? Auf was seid ihr am meisten stolz? Wir haben RV-Meisterschaften, haben wir schon einmal einen Jungtiermeister, waren wir Erster gewesen. War das 1990, Hannes? 1990 haben wir starke Jahre gehabt. 90, 91, 92. Da waren wir immer unter den ersten 3, 4 in Herne, bei großer Züchterzahl. Aber den ersten wiederholt hat sich dann auch nicht. Aber einmal hat man den ersten gepackt. Erstkonkurse, beste Alttauben. Im Verein. Und RV-beste Tauben auch, haben wir zweimal auch. Ne? Reisevereinigungs-beste Tauben. Der Nummer 30 war sogar hier im Regionalverband der Beste und auf Ruhrgebietsebene bester Vogel auf 28. Platz. Kann auch immer eine Taube werden. Da ist das Kunststück, der Beste. Und damals wurden ja noch 4.000 bis 6.000, 7.000 Tauben gespielt. In Herne alleine, da war der Eickel noch gar nicht dazugekommen. Ne? Jetzt ist Wanne Eickel, Herne Wanne Eickel heißt jetzt die Reisevereinigung. Ja. Und wir sind nur mit 40 Leuten nur noch. Da hatte Wanne Eickel auch schon. War gar nicht so einfach, da am besten zu kriegen. Weil da hatten sie auch nicht das Material, das ist heutzutage überschneller geworden. Die Tauben sind noch schneller geworden, oder die Masse, wo man sagen. Schnell waren sie alle schon früher, aber nicht die Masse so schnell. Da waren einzelne Spitzentauben bei den einzelnen Schlägen. Aber heutzutage hat fast jeder am Balken eine Klasse Taube. Und dann ist das so, dann sind diese Preisvergaben enorm schnell zu Ende. Früher hatten wir einen 400-Kilometer-Flug, der stand meist über eine Stunde offen. Jetzt haben wir 400-Kilometer-Flug, der ist in 10 Minuten abgewickelt. Sind die Preistauben da? Weil jede dritte Taube macht ja nur Preis. Ein Drittel, zwei Drittel müssen ja hinterher fliegen. Ne? Bei der Masse an Tauben, die es damals gab, die bei den Wettkämpfen mitgemacht hatten, war dort ein Sieg nicht viel mehr wert wie heute? Große Bedeutung, ja, für den einzelnen Züchter schon. Der hat ja auch davon profitiert, indem er Anfragen hatte, gibt man ein Jungtier davon, ich bezahle dir den oder so. Er konnte mal ab und zu einen Küken oder ein Jungtier verkaufen. Ne? Oder eine Alttaube, das gab es auch in Herne schon, da Tauben verkauft worden sind untereinander. Gib mir mal den guten Vogel, gib dir mal 500 D-Mark oder so, gab es kein Euro. Dann wurde ich schon umgesetzt. Heutzutage sind die Summen ja in Tausende, geht das ja mit den Euros, mit den Tauben. Ist ja heute bei Spitzentauben keine Seltenheit, dass Spitzenpreise 150.000 Euro erwerben oder noch höher, einzelne Stücke. Angenommen, in meinem Garten landet eine Taube. Woran kann ich denn erkennen, ob es sich dabei um eine wilde Taube oder um eine Zuchttaube handelt? Ja, Unterschied. Das ist genauso gut, wenn du sagst, wie sieht der Baum aus oder wie sieht die Erdbeere aus. Ja, so sieht das auch. Nee, das kennt man schon. Das erkennt man schon, so eine Taube. Die hat einen schnelleren Flügel. Also im Federwerk, diese normalen Haustauben haben breite Federn. Das sind durchgezüchtete Tiere. Und die Brieftaube hat ja ein schnelles Flügelwild gekriegt, wie eine Schwalbe. Daraufhin ist das selektiert oder gezüchtet worden, über Generationen schon. Wird immer wieder aus dem Besten nur gezüchtet. Ne? Und dann hat man hinterher die schnellere Taube. Aber einmal geht es auf Kosten auch der Hartnäckigkeit oder Durchhaltevermögen. Denn Schnelligkeit ist auch nicht alles. Du musst auch heute Tauben haben, die auch Stunde um Stunde aushalten können, den Flug. Ne?
muss das schon haben. Und die Orientierung, die kann keiner erkennen, was im Kopf drin ist bei dem Tier. Die kann noch so schnell oder gut geraten sein. Im Kopf guckt keiner rein, wie die sich unterwegs nach Hause findet. Ich bin ja immer wieder fasziniert davon. Man schickt die 400 Kilometer weit weg und auf einmal sind sie wieder zu Hause. Wie funktioniert das? Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Das weiß keiner. Die wollen nach Hause. Die drehen. Das sind Zugtiere. Genau, die kommen aus dem Wagen raus, drehen manchmal gar keine Runde. Die wissen schon, wenn die Startklappen fallen, die Richtung ist Heimat, Feierabend. Fliegen die weg, du siehst nur noch die Federn von hinten. Dann sind die innerhalb von Sekunden sind die aus der Entfernung raus. Das ist halt so. Aber was jetzt die Atmosphäre mitspielt, ob da Magnetfeld der Erde dabei ist, die Sonne, ich vermute die Sonne. Weil ich selber auch Tauben in LKW gefahren habe und ich habe immer festgestellt, wenn gute Sonne war, sind die Tauben sehr schnell weggezogen. War die Sonne aber bedeckt oder überhaupt nicht zu sehen, haben sie sich schwer getan nach Hause, die Richtung einzuschlagen. Also sind sie lange um den Auflassplatz gekreist und anschließend haben sie doch die Richtung gefunden. Aber es dauert länger. Jetzt hattest du, Johannes, mir mal erzählt gehabt, dass man eigentlich gar keine Tauben verkaufen kann, weil die immer wieder zum Heimatstall zurückfliegen, oder? Kann man verkaufen. Wenn das eine Fliege ist, kommt sie wieder nach dir hin. Ja, das ist ein gutes Geschäft. Ja, aber außer es sei ein Küken bis zu 24 Tagen, weil nicht draußen war. Das kann überall eingewöhnt werden. Da kann ich dir jetzt im Frühjahr Küken mitgeben, die 22, 24 Tage alt sind. Die dürfen nur nicht raus gewesen sein. Die machst du zu Hause im Abteil rein, lässt die offen, die bleiben da. Da ist immer der erste Blick nach draußen. Da haben die sofort in Sekundenschnelle haben die eine Peilung auf ihren Abteil. Das vergessen die im Leben nie wieder. Auch wenn die jetzt hier in diesen Ausflug raus eingewöhnt sind auf den ersten hier, würden die nie auf den zweiten so einfach reingehen. Die gehen immer hier rein. Nee, kriegst du nicht rein, nein. Nö. Das ist ihr Ausflug, da gehen die da rein. Es sei denn, du fütterst drei Tage nicht. Dann kannst du rüberlocken. Dann kannst du alles kriegst du nicht rüber. Normal würden die ja nie reingehen. Das ist ihre Haustür, ihr Ausflug, den gehen die ja durch. Wir schleppen schon den ganzen Sommer dieses Jahr eine rote Täubin. Die war oben gewöhnt, nach unten hin. Meinst du, die geht hier rein? Die geht immer oben rein. Heute war sie schon wieder raus, ist wieder oben hingegangen. Und wir haben die bestimmt schon 30 Mal habe ich die schon geholt. Die will nicht hier unten rein. Obwohl ihr Mann hier im Abteil sitzt. Interessiert nicht, die geht da oben rein. Aber eines Tages wird sie hier bleiben. Heute im Zeitalter von Computer, Elektronik und Sensoren. Wie funktioniert das beim Taubensport? Ja, dass alles computermäßig erfasst ist. Ein Chipring gab es früher nicht. Heute wird die Taube auf die Empfangsantenne gehalten. Dann piept es, dann ist die Taube im Computer drin. Weil der Lesegerät erfasst die Taube. Die ist ja vorher eingegeben. Und dann hast du diese Nummer im Display und dann kommt die erst im LKW rein. Und dann kriegst du ein Protokoll hinterher. Gebrüder Borch haben 28 Tauben eingesetzt, mit Ringnummern, alles aufgedruckt. Uhrzeit, wann er im Wagen reingegangen ist. Und dann hast du ein Protokoll. Dann weißt du, die Tiere sind im Wagen drin. Und so ein Protokoll kriegst du auch hinterher bei der Uhrenabgabe wieder. Dann ist das alles elektronisch. Und früher musste das alles aufgeschrieben werden. Auf einen Einsatzzettel mit Ringnummern. Dann war donnerstags abends in der alten Mühle Einsatzzettel abgeben für Samstag. Da musste schon donnerstags wissen, wer am Samstag im Wagen geht. Und dann hat er das alles übertragen wieder auf den vereinsmäßig, dass die dann abgegeben haben, die Blätter. Da war schon viel Schreiberei. Da hatten sie extra so einen Einsatzobmann hier. Und der Franz Wefer hieß der, hat das gemacht. Der war da stundenlang mit beschäftigt, die Ringnummern alle aufzuschreiben. Und wenn die dann nach Hause kommen, wie werden die dann registriert? Zu der damaligen Zeit? Nee, heute. Ja, dass die über diese Display, über diese Einsatzantenne laufen und dann ertönt auch in dem Lesegerät ein Piepton, das hörst du hier auf der Bank sogar und anschließend ist die Taube mit der Uhrzeit, Tag und Uhrzeit alles erfasst im Computer und dann wird der Computer an dem Rechner in der RV angeschlossen, der zieht die Daten raus und dann rechnet er die Preisliste aus. An dem Wettkampftag, wie macht er das? Setzt ihr euch von morgens bis abends auf der Bank und wartet auf eure Tauben? Das kannst du machen, wie du willst. Kannst du in den Garten setzen. Wir überlegen schon, ja, was wenn die jetzt Flugzeit haben von 3 Stunden, rechnen wir die Fluggeschwindigkeit aus, dann warten wir eine halbe Stunde vorher.
Ja, und guckst dich in der Gegend hier an, bis so einer kommt. Du weißt ja, morgens... Also Fernsehen gucken hast du ja auch keine Ruhe. Morgens geht es ja... morgens ist doch nichts geschadet. Auf den Anrufbeantworter kannst du ja gucken. Die sind um 7 Uhr offen. Dann kannst du sagen, ja, die kommen um 11 Uhr. Könnten sie hier sein bei Fluggeschwindigkeit? Meinetwegen, die fliegen 80 km/h die Stunde. Dann sind die um 11 Uhr da. Dann passt du so halb, elf, viertel vor elf auf, dass du keine verpasst. Kann ja sein, dass sie mit dem Wind ein bisschen schneller werden, dass sie sogar 90 fliegen. Oder 100 sogar. Aber das sieht man schon am Wind. Aber nach dem elektronischen System braucht man nicht zu Hause sein. Die werden auch alleine erfasst. Wenn das Gerät anders, ne? Wenn anders. Aber ihr fiebert schon mit, oder? Da ist schon interessant, da kommen ja immer Sportsfreunde, die mal Hattentauben, sitzen dann auch da rum, Stühle. Da sitzen immer fünf, sechs Leute hier in der Reihe, noch mehr. Die warten dann auch, die kommen dann auch morgens angelaufen und warten auch auf die Tauben. Wenn dann die Tauben wieder gekommen sind, dann fahren die wieder nach Hause. Das sind meist Ältere, die keine Tauben mehr halten können, aus gesundheitlichen Gründen. Wie lange wollt ihr das noch machen? Dann geht nur 50 Jahre. Wenn es geht. Aber trennen könnt ihr euch nicht von den Tauben, oder? Eigentlich ist man mit groß geworden. Schlecht. Wenn ich sein muss. Aber das ist halt so. Wenn du den Virus im Blut hast, kriegst du das nicht mehr los. Was sagte ein bekannter Sportsfreund? Das ist kein Hobby. Ein Hobby kann man abstellen. Sagt er, das ist eine Sucht. Hat er zu mir gesagt. Also Hobby ist es nicht. Hobby kann ich als Seite legen. Wenn ich keine Briefmarken mehr lesen will oder keine Bücher mehr, Hobby zu Ende. Kein Film mehr drehen will, tue ich alles an der Seite. Aber sagt er, wenn du ein Virus im Blut hast, hat er Leute gehört, die haben aufgehört, die konnten nach 2 Jahren, haben die ohne Tauben gehalten, die konnten nicht mehr aushalten ohne Tauben, die haben wieder angefangen. Das haben die wieder mehrmals schon gemacht. Aufgegeben, ne, geht nicht mehr, muss wieder anschaffen. Hier. Manche haben auch abgeschafft, die haben nie wieder angefangen, gibt's auch. Geht auch. Den Taubensport fehlt der Nachwuchs. Josef, Johannes, versucht mir doch mal zu erklären, wie kommt man dazu, Taubensport zu betreiben? Wie könnte man vielleicht junge Menschen dazu motivieren, in den Taubensport mit einzusteigen? Warum? Da muss ja jeder selber wissen, wo er Spaß dran hat, erstmal. Ob man überhaupt ein Verhältnis zum Tier hat, ob man mit Tieren umgehen kann, ob man einen hat, wenn man krank wird, deshalb verliere ich die Tiere. Das ist alles so eine Sache. Kann man nicht einfach sagen, das Auto schließt die Garage ab und fahr weg. Sind ja auch. Ist auch mit ein bisschen. Sind ja auch sehr viele prominente Leute, die Tauben hatten. Zum Beispiel der Musiker Ernst Mosch war ein ganz verrückter Taubenliebhaber, der die Egerländer dirigiert hat. Der hatte zu Hause in Bayern, wo er gelebt hat, einen Schlagpfleger, der hat ja unterwegs, auf Tourneen war der in Japan, überall. Der konnte sich nicht drum kümmern, aber der hatte Balken voller Tauben gehabt. Der hat doch gekauft wie doof, überall. Also ist schon so, dass die da viel Geld hinterlassen haben. Wenn der da war, brauchst du keine Tauben mehr kaufen. Der hat jeden überboten. Haben wir über alles gesprochen? Habt ihr noch was auf dem Herzen? Ach, alles haben wir doch gut erklärt, denke ich mal. Markus, ist alles. Wenn du so ein paar Jahre so bleibt mit unseren Sportskameraden, können wir zufrieden sein. Ich danke euch herzlich für die vielen Informationen und Geschichten zum Thema Taubensport. Es war auch eine faszinierende Reise durch die Geschichte. Mit dem Wissen, dass ihr einer der wenigen seid, die noch aktiv Taubenzucht und Sport betreibt, verabschiede ich mich vom Hof Borg in Börnik.